Guten Morgen, liebe YouTube-Gemeinde, und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Hier auf dem Kanal von Gunzli. Ich muss noch kurz meinen Timer einstellen. Moment. Ich weiß, sehr, sehr, sehr professionell. Aber ihr seht da vorne schon mal den Fortschritt, den ich gemacht habe für meinen Magier-Gedöns. Vielleicht kann man sich jetzt schon ein bisschen ein Bild machen. Außerdem habe ich hier die Treppe fertiggestellt, also mal hier runter eine anständige Treppe gemacht. Hier hinten den Raum ein bisschen erweitert und hier ein kleines bisschen Maschinchen aufgestellt, damit es besser geht, schneller geht. Diamanten haben wir auch fleißig gesammelt. Hier 39 Stück plus 2 Red Matter und 2 Dark Matter. Man kann sich vorstellen, ich habe oben an den ganz schön lange dran gearbeitet. Deswegen habe ich da jetzt halt eben ein bisschen Überschuss, kann man sagen. So. Einmal Optionen, den Sound runter, damit ihr auch alle versteht, was ich sage. Und wir bauen heute eine unserer ersten Farmen. Und zwar wird dies eine Pumpkin Farm sein. Melone, Pumpkin, habe ich auch noch Pumpkin? Ah, da sind nur noch 4 Stück da. Warum gerade eine Pumpkin Farm? Das kann ich euch sagen. Und zwar Pumpkins sind, haben einen sehr hohen EMC-Wert. Und das möchte ich nutzen, um meine EMC-Produktion zu steigern, ohne hier, also hier diesen Kondenser aufwerten zu müssen. Weil, wie ich schon gesagt habe, brauche ich eigentlich oben zum Graben mehr EMC, als ich habe. Okay, dafür brauche ich dich. Und zwar im Transmutation-Modus. Die Farm soll genau 10 Kästchen lang werden. Ich fange mal hier an. So. Als Target Block kommt Dreck dahin und los geht's. Zehn Stück, wunderbar. Dann brauchen wir noch, also wir brauchen ja 2 Reihen für die Samen. Dann benötigen wir einmal eine Hoe. Eine Hoe, so. Und darauf kommen dann unsere Pumpkin Seeds. So, Pumpkin Seeds, Pumpkin Seeds. Hammer, Hammer, Hammer. Jetzt benötigen, also mache ich zumindest in Wasser. Daneben. Ich glaube, die brauchen das nicht mal, aber wenn man es hat, ist natürlich besser. C, mit C, Quatsch. Doch, C, C, richtig. So, da kommt wieder Cleanstone hin und zack, zack, zack. Meine 2 Eimer Wasser. Und schon können wir hier unser Knochenmehl nehmen und das Ganze etwas vorantreiben. Dab, 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 hopp, hopp, hopp. Gut. Da haben wir uns auf jeden Fall schon mal was gespart. Und wir tun direkt nach hier hinten hingehen und tun direkt Überflüssiges weg, was wir nicht mehr brauchen, damit es uns das Inventory nicht vollstopft. Was ich aber brauche, ist etwas... Ah, nein, brauche ich eigentlich nicht. Ich kann ja hier einfach in den Extension Creation Modus gehen. So, einmal, zweimal. Ich möchte das gerne ein bisschen optisch abgegrenzt haben. So, so, so. Hier machen wir ein anderes, etwas anderes hin. Und zwar tun wir jetzt uns ein kleines bisschen in etwas teurere Gefilde begeben.
Ich möchte schließlicherweise, dass das Ganze etwas wertig ist und nehme einen Eisenblock. Der kostet richtig, richtig Kohle. So, damit der uns 2000 kostet der, also so viel wie ein Goldbarren. Damit möchte ich einfach demonstrieren, dass ich auch gewillt bin, da ich sehr viel Energie produziere, also da ich ja ein extrem großes Auskommen habe, möchte ich damit demonstrieren, dass ich natürlich auch dementsprechend bereit bin, was einzusetzen. So. Aber ich sehe gerade, das hier war ein Fehler. Ich möchte... Ah ne, Quatsch, das war richtig. Stimmt, das ist richtig. Ist ja das Wasser noch dazwischen. So. Als nächstes bauen wir etwas. Und zwar... Laser brauchen wir. Und zwar einen Linsentisch erstmal. Das ist die Lasermod, werde ich jetzt verwenden. Wer mein altes Let's Play gesehen hat, der weiß auch voraussichtlich, was ich jetzt vorhabe. Aber wo ist er denn? Wo ist er denn? Das ist immer das Problem, wenn man so viele Mods verwendet. Hier ist er. Linsbench. Rezept. Da brauche ich Eisen und ein Ruby. Und ein Crafting Table. So. Gut. Wo ist man? Da ist sie. So. Den Crafting Table holen wir uns hier. Der müsste auch jede Sekunde fertig sein. Jups. Gut. Dann war das. Aha, ein Ruby. Dafür benötige ich Glas. Da können wir uns auch direkt schon hier 64 einen Stack klauen. Aber jetzt brauche ich erstmal weniger Glas. Und zwar ein Glas kombiniert mit 4 Redstone ergibt einen Ruby. Dann der Ruby. Moment, Rezept. 4 Eisen. Naja, Clinstone habe ich natürlich vergessen. Aber den hole ich mir jetzt so, da weiß ich schon, welcher Kiste er ist. So, zack. Und einmal der Ruby. 1, 2, 3 und 1, 2, 3, 4. Zusammen mit dir. Gibt die Laserbench. So, die machen wir mal dahin. Okay. Jetzt benötige ich Diamanten. Ich mache das Ganze, wie gesagt, etwas teurer, als man es eigentlich machen müsste. Einfach, um Ressourcen zu... Also zu verbrauchen und auch um das Ganze ein bisschen wertiger machen. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich brauche aus meiner Naturkiste ein kleines bisschen Kaktus. Und zwar 10 Stück. Das machen wir mal zuerst hier hinten. Den Timer aus, den brauchen wir jetzt nicht. Und schmeißen uns hier unser Kaktus rein. Für unser Kaktusgrün. So, einige werden jetzt wissen, was passiert, andere nicht. Wir nehmen unser Glas. So, Glas, da haben wir's. Und mit Glas kann ich mir weiße Linsen craften. So, ich brauche aber keine weißen Linsen, ich brauche grüne Linsen. Grüne Linsen haben den Effekt, dass sie ein schnelleres Wachstum hervorrufen. In Kombination mit mehr Power, also mehr Leistung, wird das Wachstum verstärkt. Dafür benutzen wir Diamanten. Pro Diamant ergibt es eine Power von eine Power von plus 3.
Das heißt, nein, eine Power von plus 3. Ja, eine Power von plus 3. Das heißt, wir hätten jetzt eine Power von plus 8. Normalerweise Power plus 9, aber 9 ist das höchste. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. 6, 7. Das heißt, wir bräuchten dann nur noch 2 Power zusätzlich. Wir wollen ja auch nicht verschwenderisch sein. Deswegen produzieren wir uns jetzt kurzerhand noch ein paar Linsen. Ein paar Rubine. So, 14 Stück ist wunderbar, das passt. So, okay, also nochmal, wir haben das Glas, wir haben das Grün und wir haben jetzt hier Diamanten, 10 Stück, dann haben wir eine Power von plus 6. Wir haben gesehen, wenn wir jetzt hier haben, eine Power von plus 8, obwohl ein Diamant schon Power geben würde von plus 3, das heißt, wir hätten einen plus 9, darum brauchen wir hier nur noch einen Rubin, dann haben wir immer noch Power plus 8. Sind wir bei Maximum und das ist Power plus 9. Solltet ihr jetzt nur mit Rubinen arbeiten, weil euch das zu teuer ist mit den Diamanten, dann könnt ihr auch das Ganze noch ein bisschen anders machen. Dann bräuchtet ihr 2 Linsen und müsstet die aufeinander aufbauen lassen. Aber das zeige ich noch im Laufe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Das sind meine 10 Linsen. Die kommen erstmal hier in mein Zwischenlager. Die brauche ich gleich. Als erstes brauche ich einen Bohrer. So, den finden wir. Moment. Wo war er? Da ist er. Dann brauche ich ein bisschen Eisen, einen Button, einen Stick. Also alles Sachen, die ich eigentlich dabei haben müsste. Rezept. Erstmal einen Button, einen Stick, einen davon und 2 Eisen. So, jetzt haben wir den. Und mit diesem kleinen süßen Teilchen, wir sehen, wir haben jetzt hier 3 Rubine, kann ich Blöcke anbohren und zu einem Laser machen. Aber wir brauchen für jedes Mal, wenn wir das tun, einen Rubin. Das heißt also, wir brauchen, um diese 10 Blöcke zu erstellen, noch ein paar Rubine. Und dafür benötigen wir natürlich noch etwas Redstone. Wieder mal Glas in die Mitte und rundherum den Redstone. Also alles ziemlich intensiv von den Kosten her. Jetzt machen wir noch ein bisschen Platz hier. So, alles, was wir nicht brauchen, hier rein. Eisen brauchen wir eigentlich auch nicht. Was wir brauchen, sind aber jetzt unsere grünen Linsen. So, und zwar machen wir jetzt für jeden dieser süßen kleinen Dinger hier einen kleinen Laser, und zwar einen grünen Laser. Mit entsprechender Power halt. Diese Laser benötigen eigentlich nichts weiter als ein Redstone-Signal. Da kommt die Power halt eben aus der Linse. Das wäre super, wenn man das mit Industrial Craft kombinieren würde, dass die wirklich Energie benötigen würden. Dann wären die nämlich nicht ganz so... Ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, die sind sehr, sehr stark. Und wenn das Ganze kombiniert würde mit Red Power oder mit Industrial Craft, oder Buildcraft, das würde schon einiges machen. Also, muss ich sagen. So, jetzt mache ich noch ein paar von den Wiren hier. Zack, zack, zack. Und schon haben wir hier unser Laser-Pumpkin-System. Okay, wieso sind da jetzt die Samen abgesprungen? Seltsam, seltsam. Aber naja, gut. Ach ja, Moment. Haha, ich weiß warum. Hier wird zu wenig Licht sein. So. Weil Pumpkins brauchen relativ viel Licht. So, wunderbar. Okay,
Also, das haben wir jetzt schon mal. Die schalten wir jetzt noch nicht ein. Als erstes brauche ich, ich möchte es sehr gerne automatisch haben. Und da ich es automatisch haben muss, muss ich irgendeine Möglichkeit finden, die Pumpkins zu farmen. Und das machen wir mit Blockbreakern. Die habe ich mir hier schon parat gemacht. Da braucht man eine Spitzhacke, einen Pisten. Und dann kann man sich hier Blockbreaker machen. 10 Stück an der Zahl benötigen wir. Weil wir haben ja eine Länge von 10 bei dieser Farm. Ist meines Erachtens nach ein vernünftiger Preis. So, einmal, zweimal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dann haben wir unsere Blockbreaker. Für die Blockbreaker benötigen wir jetzt Tubes, also die hinten das Material nehmen und weiter transportieren. Die haben wir hier. Da nehme ich jetzt aber nicht diese Tubes, sondern ich nehme andere Tubes. Und zwar tue ich die normalen Tubes mit, mit Redstone verbinden. Dadurch erhalten wir Redstone Tubes, die ein Redstone-Signal weiterleiten können. So. So kann ich also mein Redstone-Signal direkt durch die Pipeline zu der Maschine leiten. Okay, 1, 2, 3. Da steht es eigentlich... So steht es eigentlich ganz gut. Da, ja, seht ihr, das kommt ganz, hängt vom Light Level ab. Da muss ich definitiv noch ein kleines bisschen gleich arbeiten dran, um hier den Light Level anständig zu haben. So, als nächstes kommt hier mein Redstone. Den tue ich hier einmal um die Seite rumlegen. Hier hin und da lege ich jetzt einfach ein. Moment, habe ich da noch was? Warum? Nein, habe ich nichts mehr. So, gucken wir mal. Da habe ich aber noch. Und dann. Was ist das? Die Laser sollen eigentlich permanent leuchten, deswegen reicht hier einfach eine Redstone-Fackel. Und jetzt müsste hier das Wachstum, wie ihr seht, rapide gesteigert sein. Klack. Klack. Ist halt eben Power plus 9. Wir möchten nun einen Energy Condenser. Den können wir uns hier einfach holen. Da wisst ihr auch schon, wie man den macht. Der kommt hier hin. Und dann benötigen wir noch einen Timer. Das habe ich hier oben schon mal vorbereitet. Hier ist jetzt meine, ja, meine Kiste für die Alloy-Sachen, also für hier die Timer und den ganzen Kram. Da haben wir ja das Rezept. Okay. Platte, das kennen wir ja schon alles. So, dann machen wir uns hier mal ein paar davon. Und machen wir uns mal ein paar davon. Hopp, hopp, hopp. So. Und natürlich ein paar Redstone-Fackeln. So. Davon brauche ich nicht so viele. Und davon ein paar. So. 1, 2, 3. 1, 2 und 1, 2 und... War das so nicht? Nein? Da muss ich nochmal nachschauen. Ah, zwei Stück.
Weiter. Hat er das wieder komplett gelöscht? Komisch. Wo sind denn jetzt die mit der einen? Ach, hier unten. So, so. 1, 2, 3 und... Ach, wo ist der hin? Ah, jetzt bin ich ganz... Hier, mein anderer Computer hat gerade irgendwas Seltsames gemacht. Da musste ich jetzt gucken. Na toll. Da ist das Rendern von meinem Video abgebrochen. Das liebe ich ja. So, einmal den Timer hier hin. Den stellen wir mal ein auf 10 Sekunden. Dann brauchen wir hier ein Kabel. Und wir müssen das Kabel natürlich noch mit dem verbinden. Aber dafür brauchen wir... Aha, ein Stone. Und damit können wir das dann jetzt hier verbinden. Und alle 10 Sekunden wird hier jetzt die Pumpkins abgefarmt. So, dann gucken wir mal, wie die Wachstumsrate ist. Zack, wir sehen, also alle 10 Sekunden ist eigentlich ein ganz passabler Wert. Da sind alle bis fast alle Pumpkins gewachsen. Und wir kriegen alle 10 Sekunden dann so einen Schwung von den kleinen süßen Karlen. Und dann brauchen wir einen Diamanten, weil wir möchten das Ganze ja in ein brauchbares Medium transferieren. Und da eignen sich Diamanten einfach als Bestes. Die haben einen anständigen EMC-Wert, der ist nicht zu hoch, der ist nicht zu klein. Und wir sehen, der EMC-Wert von diesen Pumpkins ist richtig, richtig ordentlich. Da können wir schon mit leben. Da haben wir auf jeden Fall schon mal den EMC-Wert gesteigert. So, wie ich sehe, haben wir noch so rund 7-8 Minuten Zeit. Das ist wunderbar. Dann kann ich mir nämlich überlegen. Und hier nebendran kommt dann als nächstes die Zuckerkannenfarm, also die Zuckerrohrfarm. So. Aber für die Zuckerrohrfarm brauchen wir auch wieder Redstone. So, hopp, hopp. Okay. Die fangen wir auch wieder hier an. Und zwar eins davon entfernt. Ein kleines Leck. 10 Stück. Dann benötigen wir wieder... Das wird jetzt ein kleines bisschen komplizierter. Das werde ich jetzt auch in dieser Runde nicht fertig bekommen. Eins... Ups, das war hier schon das Ende. Da brauche ich nämlich mehr hiervon. So, 20 Stück. Hopp, einen dahin. So, so, so. Ich glaube, ich brauche ein paar Spitzhacken. Sticks, 20 Stück. Ah, haben wir noch ein paar mehr. Packen wir uns noch ein bisschen Eisen drauf. Was haben wir denn da? Filter. So. Hopp. So, Spitzhacken. Das ist doch super. Oh, da war ich mal. Spitzhacken hier wieder rein. Und Redstone haben wir noch. 4, 5, 6, 7, 8.
Ach, Steine sind mir ausgegangen. Seht, das ist nicht unbedingt das Billigste, aber geht eigentlich. Also hier die Blockbreaker finde ich eigentlich vom Preis her recht angenehm. Also es gibt ja schon wesentlich teurere Sachen. Paar Spitzhacken, das reicht dann jetzt auch. Hopp. So, 20 Stück. Außerdem brauchen wir auch noch ein paar Tubes. Und nicht zu vergessen, brauchen wir noch was anderes. Machen wir erstmal den Beutel. 9 Stück werden dann nicht reichen. Die Säge benötigen wir noch. Und noch ein paar Cleanstone. Oh, Cleanstone ist uns ziemlich am Ausgehen. 6 Stück machen wir mal. Zack, zack, zack. Die Erklärung hierfür kommt natürlich gleich. So. Was heißt beziehungsweise wahrscheinlich nächste Folge. Ich baue jetzt erstmal nur da haben wir das. Einen brauchen wir hier oben noch. Dann brauchen wir die Blockbreaker und wir brauchen noch hier diese. Und zwar wachsen die ach, jetzt habe ich sogar einen kompletten Fehler gemacht. Und zwar muss das hier ja natürlich 2 hoch sein, weil wir müssen die den Zuckerrohr ja oben stehen lassen. Dumm von mir. Es tut mir schrecklich leid, ich habe euch enttäuscht. So. 2, 3, 4. Den untersten müssen wir ja stehen lassen für den, damit der wachsen kann. So. Her und du kommst auch her. Schwupp. So. Einmal, zweimal. Dann brauchen wir mal unseren Schraubenschlüssel. Und müssen die hier anständig drehen. So. Okay. Als nächstes dich hier. Ach doch nicht das. Du hast als Target Cleanstone. Du müsstest aber eigentlich Dreck haben. Dreck habe ich keinen mehr. Und keinen Hunger. Und Hunger habe ich. Yam, yam, Brot. So. Dreck. Ein Dreck. Wir sehen hier, das Eisen hat ja ein richtiges Loch reingerissen. In den kleinen Star 1. Genau das war ja auch die Absicht. So. Nein, das ist der falsche Modus. So, da war er. Transmutation.
jeden Fall Wasser hier. Sehr schlicherweise Zuckerrohr. Wieder Flintstone rein. So, Zuckerrohr. Jetzt benötigen wir noch den Creation-Modus. Ich möchte ja, dass das Ganze auch halbwegs vernünftig aussieht. Da klingelt mein Wecker. Wie lange werde ich jetzt hierfür noch brauchen? Ach, ich glaube, dann tun wir jetzt tatsächlich die Aufnahme mal ausnahmsweise nach 30 Minuten beenden. Gucken mal, 8 Diamanten haben wir geschafft. Da ist doch schon mal was. Ich denke mal, die Produktion ist auf jeden Fall ihres wert. Und damit habe ich auch jetzt genug, um, also wenn die zwei Farben fertig sind, wobei ich den Zuckerrohr woanders noch verwerten möchte, habe ich jetzt hier wirklich eine anständige Produktion für EMC, also für Energie, aufgebaut. Natürlich könnt ihr das hier jetzt auch, dieses Prinzip hier auch benutzen für eine Melonenfarm. Da es euch möglich ist, wenn ihr Äquivalent Exchange benutzt, den Modus hier zwischen Melone und Pumpkin zu wechseln, braucht ihr natürlich auch nur ein Pumpkin zu finden und könnt ihr auch genauso eine Melonenfarm draus machen. Können wir mal machen. Und da seht ihr, da kommen jetzt die Melonenstücke angeflogen. Und die braucht ihr ja dann noch nicht umzutransformieren, sondern könnt ihr dann einfach als Nahrungsmittel benutzen. Oder könnt halt eben hier auch direkt Melonenpflanzen nehmen, die dann Melonen für euch permanent Melonen ausspucken. Braucht ihr auf jeden Fall nie wieder Zunge zu leiden oder sonst irgendwas, weil da habt ihr dann genug Essen, genug zu fressen für immer und ewig. Wie ihr seht, bin ich eigentlich auch momentan mit den Diamanten in einem recht guten Plus, weil ich nicht so viel gegraben habe, sondern meine Magierturm gebaut habe. Aber es wird, meine EMC-Verbrauch wird sich jetzt noch steigern, und zwar in der nächsten Folge, weil in der nächsten Folge machen wir die Zuckerrohrfarm fertig und wir machen uns noch zwei Items von Äquivalent Exchange, so ziemlich die letzten Items, die ich davon brauche, um noch ein bisschen besser arbeiten zu können. Lasst euch überraschen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dann. Tschüss.